Konnichiwa, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute eine Post aus Japan bekommen. Ich hatte in einem Kawaii-Shop bestellt und ja, das ist heute angekommen. Und das wollte ich euch dann einmal so zeigen. Also das ist das erste Mal, dass ich in Japan bestellt habe und das war die erste Post aus Japan. Und ja, ich habe so einen Karton bekommen, so einen etwas kleineren. Da sind auch so Briefmarken drauf. Also schaut mal, das sieht richtig cool aus. So japanische Briefmarken, die werde ich auf jeden Fall behalten. Und hier ist immer so dieser Poststempel drauf. Also so eine Briefmarke. Also ja, am 14.04.21 wird das verschickt. Und heute haben wir den 27.04. Also relativ zügig ist es auch angekommen. Und oben drüber war einmal dieses Einkaufspapier drauf, beziehungsweise es ist ein Einkaufsprospekt. Ich fand das total interessant. Das war auch so ein bisschen zusammengeknüttelt. Also ich finde das richtig cool, weil ich habe sowas noch nie gesehen aus Japan. Und die haben da ganz viele verschiedene Sachen, Produkte draus von diesem Supermarkt. Und in Deutschland sind ja nicht so viele Produkte auf so einem Prospekt drin. Die haben das alles relativ klein drauf gedruckt. Und ich finde das so ganz interessant, was es so in Japan zu kaufen gibt. Ich habe auch schon was gesehen, was ich so ganz interessant finde. Zum Beispiel, das muss ich einmal blättern. Das kann ich euch immer zeigen. Das ist einmal dieses hier, schaut mal. Das scheint so frittiert zu sein. Was das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwelches Fleisch und mit so einer Parinade. Das sieht irgendwie so aus wie ein amerikanischer Corn Dog, so ähnlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr lecker schmeckt. Was ich dann sehr lecker finde, das sind diese Nudeln hier. Also ich mag ja sehr gebratene Nudeln gerne und auf den Philippinen gibt es auch zum Beispiel Pancit. Das habe ich auch schon mal gemacht. Also das kenne ich, weil meine Mutter das sehr oft früher immer gemacht hat. Das sind auch asiatische Nudeln und da sind Frühlingszwiebeln drin und Möhren. Also ist so ähnlich wie gebratene Nudeln und schmeckt auch sehr lecker. Und das macht man auch mit Sojasauce und Hähnchenfleisch und das sieht so ähnlich aus. Auf jeden Fall sieht es auch schon sehr appetitlich aus und hier sind auch so welche Riffles-Chips drauf. Ja, und die haben sogar auch Häagen-Dazs. Also sehe ich hier gerade so ein Ice Cream. Ja, so verschiedene Sachen. Also das fand ich so ein bisschen cool. Oder alleine schon, was die da so für Obst und für so Gemüse so haben. Ja. Das war einmal so dieses Prospekt. Das werde ich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen behalten noch. Ja, und jetzt geht es einmal los mit meiner Bestellung. Also ich habe im Kawaii Shop Japan bestellt. Ich wollte da einmal bestellen, weil ich auf einem anderen Kanal ja so ein Haul gesehen habe und ich fand die Sachen so schön. Und aber ich habe mir nur eine Sache aus diesem Haul auch bestellt, sage ich mal. Aber ansonsten habe ich viele andere Sachen gefunden. Also ich fange dann einfach mal an. Ja, ich habe mir so welche Zipperbags gekauft. Die fand ich so ganz süß. Die haben auch etwas teuer gekostet. Hier könnt ihr sehen, was man da so reintun kann. Also hier sind so Beispiele, also so von Süßigkeiten über Fotos, über Schmuck, Bonbons, Pflaster, kann man da so verschiedene Sachen reintun. Das ist dann einmal so die Größen. Und ich öffne das einmal. Das ist so von Sariro Original. Also die hatten so verschiedene Designs und schaut mal, das sieht so aus. Das ist so aus Plastik und jetzt ist es dann zum Zippen und aus Reintun. Ich finde das so ganz süß. Da kann man Sachen aufbewahren. Das ist auch sehr fest. Finde ich super süß. Und dann hier noch so ein kleineres. Also ich fand das so ganz cool. Das habe ich mir dann mitgenommen. Wie viele da drin sind. Also es gibt dreimal in klein und dreimal in groß. Also insgesamt sind da sechs verschiedene drin. Also sechs insgesamt.
Ja, und die habe ich mir dann mitgenommen, also beziehungsweise in den Warenkorb gepackt. Dann habe ich dann einmal, ja, so Briefpapier. Ich liebe Hello Kitty und ich habe schon einiges von Hello Kitty. Das liegt einfach daran, dass ich von klein auf eigentlich immer irgendwie, immer mal was von Hello Kitty hatte. Meine Mutter kommt ja von den Philippinen und ich habe eine Tante, die bringt manchmal auch so Sachen mit oder wir haben immer irgendwie etwas gehabt, wo irgendwie so ein Kawaii-Figürchen irgendwie drauf war, egal ob es Briefpapier war oder ob es eine Kosmetiktasche war oder eine kleine Hello Kitty. Und ich habe selber auch einige Hello Kitties oder Hello Kitty Kissen ganz groß und ich liebe Hello Kitty. Und ja, deswegen habe ich das mitgenommen. Ich fand das so ganz süß, das hier auch so richtig Kawaii. Ich öffne das einmal. Hier hat man dann so Briefumschläge. Und dann hier ist einmal das Briefpapier. Also das erinnert mich auch immer so an meine Cousine. Also ich habe eine Cousine, die ist ein halbes Jahr älter als ich. Und früher als Teenie haben wir dann immer Briefe geschrieben. Also sie hat hier dann auf den Philippinen gewohnt und ich in Deutschland und dann haben wir uns immer so Briefe geschrieben. Meine Cousine, die wohnt jetzt auch schon, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren schon in Kanada, aber da gab es halt auf den Philippinen auch immer so süßes Kawaii-Papier und daher kenne ich das so. Ich finde das so ganz süß. Ja, das habe ich mir mitgenommen. Beziehungsweise gekauft. Und hier hat man so eine Art, ja, so kleine Zettelchen, kann man auch schön so verbasteln oder so für Kawaii. Das ist so ganz süß, das ist so ein kleines Briefpapier-Set. Und hier hat man ja auch noch mal so, ja, so Schleifen. Das sind so Sticker, sind das. Kann man etwas versiegeln, beziehungsweise einen Briefumschlag vielleicht auch hinten zumachen, nachdem. Ja, das habe ich mir einmal gekauft. Dann einmal diese hier. Stickerflakes. Ich fand den Hund so süß. Also das sind 90 Gramm, steht da drauf. Ja, hier hinten zeige ich euch das einfach mal. So sehen die einmal aus. Die Verpackung finde ich ja auch so ganz süß. Dann einmal das hier, das ist auch so Briefpapier, das ist so mit Cinnamon Roll und ich finde das habe ich auch in diesem Haul gesehen und die hatten da auch noch von mir, also verschiedene, auch mit anderen Figürchen und das habe ich mir dann einfach mitgenommen, weil ich das auch cool finde, man kann damit auch einen Keilrahmen gestalten, einfach mit dem Design, also man muss es nicht als Briefpapier unbedingt benutzen. Okay, hier sind die Briefumschläge und schaut mal. So, auch ganz süß. Also stellt euch mal vor, ihr würdet das so auf den Keilrahmen draufkleben und drumherum auch gestalten. Das ist doch auch eine super süße Idee. Und da habe ich mir gedacht, dass ich das gerne mal ausprobieren wollte. Das ist auch so ganz süß. Auch was so reintun. Und dann hat man hier noch so ein paar Sticker noch dabei in diesem Set. Ah, hier sehe ich noch gerade was. Das war noch von dem Hello Kitty Briefpapier. Das kann man auch so schön irgendwo draufkleben. Ja, und dann habe ich mir Blöcke gekauft. Das war auch einer der Gründe, warum ich sehr gerne, ja, da einkaufen wollte und da bestellt habe. Das sind einmal so verschiedene Blöcke, weil man bekommt die hier in Deutschland auch nicht in einem Geschäft oder so. Und ich möchte die sammeln. Also jetzt nicht daraus jetzt basteln oder so. Das habe ich jetzt erstmal nicht so vor, sondern ich finde diese Blätter einfach super süß. Also da habe ich mir die einfach mal mitgenommen und kann
kann man auch so kleine Nachrichten mal schreiben. Aber hauptsächlich eigentlich zum Sammeln und sich dran erfreuen. Dann einmal diesen hier. Dann habe ich von Little Twinstars auch was geholt, also ein Block, aber der ist jetzt noch eingepackt. Da drücke ich gerade auf Pause. Das sind so Sticker, glaube ich. Ja, Sticker. Ich finde das mega süß. Also richtig niedlich. 8 verschiedene Designs, 128 Blätter. Dann habe ich noch diesen hier mitgenommen. Den packe ich jetzt auch einmal aus, also drücke einmal auf Pause. Da sind ganz viele ja, Charaktere, also beziehungsweise Kawaii-Charaktere zu finden hier drauf. Cinnamon Roll, Hello Kitty, Melody, Little Twinstar. Das hier finde ich auch irgendwie cool mit dieser Folie. Hier hat man dann wieder so verschiedene Sticker. Also ich habe halt von dieser Figur hier auch ein Briefpapier, was ich auch schon mal geschenkt bekommen habe, irgendwie von meiner philippinischen Verwandtschaft. Und ich habe von My Melody habe ich auch so eine Kosmetiktasche. Also ich habe schon hin und wieder mal, wenn ich so überlege, schon immer irgendwie was mit Kawaii zu tun hat, irgendwie schon immer gehabt. Ja, das war der Block einmal. Und dann habe ich noch ja, so ein Set bestellt. Das war auch relativ günstig gewesen. Da gab es 3 Blöcke zu einem Preis. Das sind immer diese hier. Die waren auch in einer Verpackung drin. Die habe ich schon ausgepackt. So sehen die einmal aus. Das ist auch Briefpapier. Aber ich fand die Designs auch sehr hübsch. Also deswegen habe ich mir die mitgenommen. Also es sind 25 Blätter drin und ich kann euch das einmal zeigen, wenn ich das einmal so aufmache.
Also das ist immer zum Schreiben. Hier sind auch so Linien, so ganz leicht, dezent. Und hinten hat man so ein Design. Es ist richtig schön, also wenn man das irgendwie verbasteln möchte, sage ich mal. Also man kann das beides machen, entweder was schreiben und einmal so zum Verbasteln oder Sammeln auch. Hier ist es sogar noch ein bisschen kräftiger. Und dann einmal diesen hier, der gehört auch in dem Set dazu. Das ist so leicht pastellrosa oder pastellila. Und hier hinten ist einmal dieses Design. Und dann mal diesen hier. Also das ist auch ganz süß, mit den ganzen Keksen, Cookies. Das war so meine Bestellung von Kawaii Shop Japan. Und ich habe dann noch so ein Goodie bekommen. Das war so auch so eingepackt. Also die ganzen Sachen waren in so Folie eingepackt. Und hier ist auch, glaube ich, noch so eine Mitteilung drin. Das werde ich jetzt auch einmal aufmachen. Also das ist so ein kleiner Block. Also der ist auch super süß. Hier ist sogar so ein Donut-Rezept drauf. Und hier ist einmal diese Nachricht. Die lese ich jetzt einfach mal. Schaut mal mit dieser süßen Katze. Thank you, Kawaii Shop Japan, Miki. Ist auch so ein super süßer Notizzettelchen. Und das gab es so als Goodie dazu. Auch so super süß mit dem Rezept, sage ich mal, was man da noch dazu fügen soll. Könnte quasi dieses Rezept auch mal nachmachen, wenn man Lust hat. Also immer das hier und dann dieses hier noch. Also, aber hier sind jetzt keine Maßangaben dabei. Ja, das war so das Goodie. Ja, das waren so die Sachen. Also auf jeden Fall bin ich jetzt sehr gut ausgestattet mit meinen Kawaii-Sachen. Oder ich wollte, habe mir das immer mal so gewünscht. Ich wollte auch super gerne mal ja so welche Kawaii-Memo-Blöcke haben. Jetzt habe ich mir auch mal welche gegönnt und mir welche zugelegt. Ja, das war so mein Kawaii-Shop Japan-Haul. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!